Leute, hier ist wieder eure Hanna Vogel. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr. Und ihr wisst ja, Leute, also ich weiß ja nicht, ob ihr es gesehen habt. Das letzte Mal habe ich mich schon so ein bisschen auf Ostern eingestimmt und ich hatte wirklich gehofft, auf den Osterhasen zu treffen. Und schaut mal, wen ich hier gefunden habe. Hihi, ist das nicht cool, Leute? Hier ist er, der Osterhase, höchstpersönlich. Hihi, auf jeden Fall habe ich mir sagen lassen, dass der Osterhase ganz schön Arbeit geleistet hat. Denn ihr wisst ja, der Osterhase ist ja ganz fleißig immer unterwegs und versteckt die Ostereier überall. Und ich dachte mir, heute mache ich mich mal auf die Suche nach Ostereiern. Ist das nicht cool, Leute? Und natürlich nehme ich euch dabei mit. Los geht's! Okay, Leute, los geht's! Wo muss ich denn lang? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber schaut mal, hier steht schon auf Englisch Happy Easter. Das habe ich in der Schule gelernt. Also ich habe in der Schule schon Englisch. Und zwar bedeutet das frohe Ostern. Juhu, cool. Also wir haben zwar noch keinen Ostern, aber schaut mal, wie schön es ist. Also ich bin jetzt schon total in Osterstimmung, muss ich sagen. Juhu, ist das nicht cool, Leute? Ach, ich bin so gespannt, ob und wie viele Ostereier ich hier finden werde. Aber der Osterhase hat hier auf jeden Fall Ostereier versteckt. Und, oh, ist das nicht ein Ei? Ach nee, doch nicht. Ich habe mich verschaut. Ich habe mich verguckt. Das ist hier so irgendwas anderes Buntes. Hier ist ja halt einfach alles so schön bunt. Genauso wie es halt die Ostereier sind, wenn man die zum Beispiel selbst anmalt oder so. Also wir, Familie Vogel. Wow, cool. Ich habe ein Dschungelei gefunden, steht da. Also ein Osterhase, der irgendwie so dschungelartig war. Habe ich so auch noch nie gesehen. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte sagen, also wir als Familie Vogel, wir malen an Ostern meistens Ostereier an und dann sind die halt alle so schön bunt. Wisst ihr, wie ich meine? Und ja, auf jeden Fall ist der Osterhase bei uns bisher auch immer unterwegs gewesen. Also meistens hat er immer Ostereier im Garten versteckt und so weiter. Und dann mussten wir halt auch immer die Ostereier suchen. Deswegen macht mir das richtig viel Spaß und ich finde das total cool, hier auch mal nach Ostereiern zu suchen. Oh, ein Kürbisei? Cool, also so ein Osterei habe ich irgendwie auch noch nie gesehen oder gefunden. Toll, hihi. Jetzt habe ich schon zwei Ostereier gefunden, Leute. Cool, wir sind schon richtig gut dabei. Und ich muss auch sagen, also wenn das hier das Land des Osterhasens ist, dann muss ich sagen, gefällt mir das hier richtig gut. Es sieht alles so hübsch aus. Alles ist so schön bunt. Und ja, man kriegt irgendwie richtig gute Laune. So, was ist jetzt hier? Hä? Jetzt bin ich halt hier irgendwo in so einer anderen Welt angekommen. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Wüste oder so. Da bin ich ja mal gespannt, ob es hier auch Ostereier gibt. Aber mit Sicherheit. Aber bis jetzt sehe ich nichts außer irgendwie Wüste und ganz viele Kakteen. Da muss man auch wirklich aufpassen, weil so ein Kaktus kann ganz schön stachelig sein. Naja, ich laufe einfach mal weiter. Glaubt ihr, ich finde hier vielleicht so ein Kaktusei? Das wäre ja witzig. Hihi. Oh, Leute, schaut mal da vorne. Ich glaube, ich sehe schon was. Nein, das glaube ich ja jetzt nicht. Das ist doch echt so ein Kaktus-Osterei. Tatsächlich ein Kaktusei. Wie cool ist das denn, Leute? Hattet ihr schon mal jemals ein Osterei gefunden, der einfach aussah wie so ein Kaktus? Ich meine, okay, ich meine, die sind ja einfach nur angemalt. Aber das ist irgendwie total verrückt. Also das Spiel finde ich jetzt schon richtig cool. Und so langsam kriege ich auch immer mehr Lust auf Ostern. Juhu! Also die Vorfreude, die steigt auf jeden Fall. Und ich finde es auch total inspirierend. Ich meine, wenn wir demnächst dann auch Ostereier selbst anmalen, dann glaube ich, kann ich das voll gut als Inspiration nutzen und eines der Ostereier dann auch so anmalen, als wäre es so ein Kaktus. Voll die coole Idee, oder Leute? So, jetzt bin ich den ganzen weiten Weg
hier wieder zurückgelaufen, weil da ging es ja nicht mehr weiter. Und ich sehe, da oben hüpfen Leute schon so rum. Also vielleicht, also nicht vielleicht, sondern sehr wahrscheinlich sind die halt auch auf der Suche nach den Ostereiern. Und, oh, was ist denn das hier? Oh, ich habe einfach noch irgend so ein Osterei gefunden. Ist ja witzig, cool. Den habe ich hier am Anfang gar nicht gesehen, als ich reingekommen bin. Naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich kann da vielleicht auch mal hochklettern, weil da sind bestimmt noch mehr Ostereier versteckt. Ich frage mich nur gerade, wie ich überhaupt da hochkommen soll. Hm, ich glaube, ich muss da entlang. Okay, ich versuch's einfach mal. Ach ja, ich erinnere mich, hier bin ich ja vorhin runtergefallen, so wie jetzt halt. Und dann bin ich erstmal geradeaus weitergelaufen. Okay, aber diesmal bleibe ich hier und schau, dass ich halt mal nicht runterfalle. War das gar nicht so einfach. So, aber jetzt habe ich es geschafft. Juhu! Oh, was sind denn das hier für leuchtende Streifen auf dem Boden? Ich glaube, die darf ich besser nicht berühren. So. Wow. Och, seht ihr, Leute? Ich hab's doch gesagt. Oh nein. Jetzt bin ich sogar hier ganz am Anfang gelandet. Hä, wie kann das denn sein? Oh, cool. Ich habe gerade das einfachste Ei gefunden. Jetzt habe ich irgendwie Lust auf ein Spiegelei. Aber hä, wie komisch, dass ich jetzt hier so zurückgeworfen bin. Hm, wo laufe ich denn jetzt lang? Also vorhin war ich ja hier entlang und... Naja, dann gehe ich jetzt halt einfach mal einen anderen Weg entlang. Ist doch auch cool. Außerdem muss ich auch sagen, ich finde es hier eh am allerschönsten. Oh, schaut euch mal diese Aussicht an. Wow. Und da sind die Ostereier, die ich normalerweise kenne. Und zwar einfach ganz schlicht in bunten, schönen Farben. Richtig toll. Okay, wo lang laufe ich denn jetzt? Dabei bin ich vorhin nicht hier auch schon entlang gelaufen? Ja, oder? Ja, genau. Und da bin ich doch hier in diese Wüste. Also in den Raum der Wüste reingegangen. Jetzt ist die Frage, gehe ich da wieder rein oder gibt es auch noch einen anderen Weg? Und noch andere Räume? Ach, Leute. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Aber ich gehe jetzt hier nochmal rein. Ich versuche es jetzt nochmal hier entlang. So, jetzt bin ich hier zurück. Ich meine, vielleicht täusche ich mich auch und vielleicht führt der Weg ja auch nirgendwo mehr hin und ich finde gar keine Ostereier mehr. Aber wir werden es sehen. Immerhin will ich so viele Ostereier sammeln, wie es nur möglich ist. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Ostereier der Osterhase hier versteckt hat. Ich meine, wahrscheinlich sehr, sehr viele und sehr wahrscheinlich werde ich heute auch nicht alle finden, weil da einfach die Zeit viel zu kurz für ist. Aber ich gebe mein Bestes, Leute. So, jetzt bin ich hier auf jeden Fall drüben schon mal angekommen. Und ja, cool, da ist auf jeden Fall noch ein Ei. Also ich kann es schon sehen. Huch, jetzt darf ich halt nur noch nicht runterfallen. Und dann kann ich mir das Ei holen. Juhu, cool. So, jetzt kann ich hier wieder runter. Boing, hihi. Okay, Leute, dann gehe ich hier einmal zurück. Und... spring mal hier runter. Juhu. Ach, cool. Das habe ich nämlich schon von Weitem vorhin gesehen. Hier ist schon wieder Schokolade. Cool. Ach, ich liebe ja Schokolade. Auch wenn es ungesund ist, Leute. Seien wir doch mal ehrlich. Das ist wirklich gar nicht gut für die Zähne und so. Aber schaut mal, so ein Schokohasi. Oh, lecker. Hihi, also wer isst von euch auch so gern Osterhasis wie ich? Also nicht Osterhasis, sondern ich meine halt so Schokohasen. Die sind immer so lecker. Und hier so Schokopralinen. Wow. Toll. Kann ich auch hier entlang? Okay, hier ist geschlossen. Schade, ich dachte, vielleicht kann ich hier ein Osterei finden. Also so ein Schokoei. Wisst ihr, wie ich meine? Und vielleicht ist ja auch hier irgendwo noch so ein Ei versteckt. Vielleicht muss ich einfach nur noch besser schauen. Vielleicht hier entlang? Okay. Ich glaube, ich habe hier irgendeinen Geheimweg gefunden. Boah, das ist ja spannend. Oh ja, tatsächlich. Ein Osterei. Ein Schokoladenei. Cool. Richtig toll.
Das erinnert mich so ein bisschen an Schokobonbons. Die finde ich übrigens auch richtig lecker. Hihi. Boah, das war toll. Ich will noch mehr Ostereier finden. Hat irgendjemand von euch mitgezählt? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Ostereier ich bisher gefunden habe, um ehrlich zu sein. Aber ist auch egal. Jetzt ist hier einfach so Wasser. Ach cool, ich kann hier auch ein bisschen entlang schwimmen. Juhu. Ist hier auch ein Osterei versteckt? Wow. Der sieht aus wie so eine Disco-Kugel. Ja, tatsächlich, ein Disco-Ei. Oh, das ist ja mal ein cooles Osterei. Richtig cool. Richtig hübsch. Und was ist hier los? Hier sind einfach Zuckerstangen. Und ein Ei. Cool. Einfach so ein Osterei aus Zuckerstange halt. Voll lecker. Okay, jetzt laufe ich mal hier entlang. Noch ein Osterei. Juhu, ein Eiscreme-Ei habe ich gefunden. Ja, das Osterei sah auch irgendwie aus wie so ein Eiscreme. Richtig toll, richtig lecker auch. Ach, Leute, da kriegt man ja schon fast Hunger. Juhu, das macht so viel Spaß. Ich liebe es, Ostereier zu suchen. Und natürlich auch zu finden. Das macht natürlich am meisten Spaß dabei. So viele Ostereier, wie es nur geht, zu sammeln. So, einmal hier rüber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier doch vielleicht auch noch mal was versteckt ist, oder? Ja, cool. Auch wie es hier aussieht. Schaut euch das doch mal an, Leute. Wie cool ist das denn bitte? Und so viele Wege. Oh je, ich glaube, ich verlaufe mich hier noch total. Es geht ja immer entweder nach rechts oder nach links. Soll ich mich denn da entscheiden? Naja, ich laufe einfach so lange, bis ich noch mehr Ostereier gefunden habe. Juhu, cool. Ich habe noch so ein Eiscreme-Ei gefunden. Irgendwie lustig, wie das klingt. Ein Eiscreme-Ei. Hihi. Ich meine, das Gute ist, an Ostern ist es in der Regel ja auch schon wärmer, weil da ist der Frühling schon da. Und wenn die Sonne scheint, kann man ja vielleicht wirklich schon sein erstes Eis genießen. Ach, jetzt wo war ich denn überhaupt schon überall? Okay, so wie es aussieht, war ich hier schon. Hier geht's nicht weiter, aber vielleicht hier entlang, Leute. Oh je, ich glaube, hier finde ich nicht mehr raus, oder? Oh oh, also ich glaube, ich habe mich irgendwie hier total verlaufen. Oh, hier war ich auch schon. Na gut, also irgendwie, Leute, habe ich mich total verlaufen und irgendwie weiß ich jetzt auch gar nicht, wo es hier weitergeht. Ich würde sagen, ich suche hier mal weiter den Ausgang. Und ja, dann reicht es auch mal wieder für heute. Ich meine, ich habe ja auch schon richtig viele Ostereier gefunden. Richtig cool, oder Leute? Und vor allen Dingen fand ich, waren das alles auch so außergewöhnliche Ostereier, wie man das sonst vielleicht gar nicht kennt. Also ich muss sagen, das hat mir richtig gut gefallen. Und ich sehe schon, ach cool, ich habe sie wieder rausgefunden. Juhu, sehr schön. Alles klar, Leute. Wenn ihr heute auch so einen Spaß mit mir hattet, also ich muss sagen, ich hatte richtig viel Spaß, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und vergesst nicht auch unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Und ja, ich weiß nicht, ob einer von euch mitgezählt hat, aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie viele Ostereier ich heute gefunden und gesammelt habe, aber es hat riesengroßen Spaß gemacht und ich freue mich dann auf das nächste Mal. Bis dann, eure Hanna. Hey Leute, ich bin's Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß.